Hallöchen, liebe Zuschauer, wir sind wieder da, direkt nach der Länderspielpause gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Sancho ist ein bisschen verletzt, aber ansonsten gibt es gar keine negativen Nachrichten, eher positive, und zwar hat Gomez ein erstes Tor gemacht. 7 Länderspiele hat er jetzt in ein Tor, man sieht auch hier, auch da ein Tor, 3 Vorlagen. Was Vorlagen angeht, kann ihm keiner etwas. Und Moment, Jonas, in den Chat. Ich lese mir gleich seinen Kommentar vor. Wollte nur kurz noch die Aufstellung machen und dann das Spiel starten. Danach schaust du mir sehr gerne an, was du geschrieben hast. Denn ja, meine lieben YouTube-Zuschauer, auch die Folge wurde wieder aufgenommen. Live auf twitch.tv/dento. In der Videobeschreibung ist der Link. Ich fühle mich teilweise wirklich wie so eine Werbung und ich schon alles bewerben muss. Was ich jetzt nicht schlimm finde. Da gibt es, glaube ich, immer deutlich schlimmere Leute, die gefühlt nur noch Werbung machen. Gut. Ich würde gerne Sancho schon, was ich ja gemacht habe, aber ich würde auch gerne Erling schon. Ich wollte Emanuel nach links. Wo ist denn? Ach, da ist Ansuch, ich habe den ganz gesehen. Und Luca für Emil. So kann man beginnen, oder? Nee. Husem für Cenk. Ich werde vergessen, danach kommt ja direkt die Partie gegen Ajax Amsterdam. Ja, Jonas, ich hab noch Bradley Fink. Ich habe ihn verliehen. Entwickelt sich so einigermaßen. Also er wird jetzt nie der ganz große. Ich habe schon Saves gesehen, wo der richtig gut wurde, aber bei mir nicht unbedingt. Ah, und der gute Jonas hat gerade in den Chat geschrieben, er hat einen Save mit dem HSV gestartet. Den Saisonstart richtig verkackt, dann Taktik umgestellt und jetzt ist er Vierter mit Schlagdistanz auf Rang 2. Also genau andersrum wie der HSV in der Realität, der ja sehr gut begonnen hat. Direkt Bolter mit der Riesenchance. Und Bauern Zustelle. Also genau andersrum wie der BVB in der Realität. Wo man ja, wie der HSV, wo man sehr gut gestartet ist und danach immer mehr abgebaut hat. Genau wie auch in der letzten Saison. So, dass am Ende natürlich leider es nicht gereicht hat für den Aufstieg. Was ich schade finde, aber das Sportliche muss entscheiden, Ansu Fati. Mein Handy will gerade, glaube ich, nicht laden. Ah doch. Ich weiß nicht unbedingt, ob der Torhüter immer so einen riesen Einfluss hat, der Football Manager. Natürlich hat er einen Einfluss, aber ich habe immer so das Gefühl, das sind ganz dezente Unterschiede. Also er hat geschrieben, dass er heuer Fernandes gegen Pollersbeck ausgetauscht hat. Also auch wie in der Realität. Schon interessant zu sehen. Sehr schön. Raus auf Arthur Sagel. Nascimento. Das erste Tor in der Liga. Unglaublich. Endlich. Er kann es ja doch. Wichtige Führung. Afonso. Gegenspiel abgeschüttelt. Und Baumann fast mit einem Eigentor, kann man sagen. Achso, du hast Pollersbeck gegen Fernandes ausgetauscht. Also andersrum wie in der Realität. Gomez. Ein ähnlicher Freistoß wie in der letzten Partie, oder? Da stand der Keeper auch ein bisschen weit nach links. Der Freistoß hätte ins Tor gehen müssen, wenn er genauer gewesen wäre. Oder beziehungsweise er wäre ins Tor gegangen. Aber am Ende Wrzeszkowski mit der Riesenchance. Jetzt nicht ja die Führung vor der Halbzeit noch aus der Hand geben. So, kann natürlich noch besser laufen, aber freut mich natürlich für Diogo.
Erste Saisontor. Ja, Jonas, wobei ich sag immer, beim Football Manager musst du eigentlich nie Spieler verkaufen, wenn du es selber nicht wirst. Auch wenn die unzufrieden sind, gibt es da viele Tricks, wie dass man denen sagt, dass die sehr wichtig sind fürs Mannschaftsgefüge. Dann verstehen die es meistens und wollen nicht mehr weg. Und wenn es am Ende doch nicht klappen sollte, dann trotzdem einfach ein paar Wochen, Monate aushalten, die häufiger spielen lassen. Party. Und dann geht's eigentlich. Also, so mache ich es. Ich habe, glaube ich, schon lange keinen Spieler nicht mehr verkauft, den ich nicht verkaufen wollte. Bei diesem Football Manager sowieso kein einziges Mal. So, ich würde jetzt gerne noch ein zweites sehen. Gomez, Fatih. So, für Diogo. Was hast du denn für ein Angebot für Jatta, Jonas? 30 Millionen? Dann würde ich dich verstehen können, dass du ihn verkauft hast. Klar. Sergio Gomez, der ist gerade einfach 8 Millionen. Ja, ist in Ordnung. So ein Angebot für Jatta. Der ist in so guter Verfassung. Das macht Spaß. Jaden rein. Und wen könnte man hier schonen? Sergio auf jeden Fall. So einen guten Freizuschützen hatte ich beim Football Manager, glaube ich, noch nie. Von den Fähigkeiten her, glaube ich, sogar einen besseren, aber jemand, der sehr gut liefert, findest du nicht zu häufig. Du meinst bestimmt mit Lukas Müll Jonas, oder? Du kennst deine Mannschaft ja am besten, da weißt du ja am ehesten, wer wie gut ist. Ein guter Satz. Ich kenne natürlich nicht die Fähigkeiten von diesem Spieler von Anfang an. Sagre. Ich liebe es, wie der das immer durchsetzt, ne? Das sieht schon sehr geschmeidig bei ihm aus. So, 10 Minuten noch. Dürfte am Ende locker flockig gehen. Gomez mal wieder mit einem wunderschönen Freistoß und Diogo mit dem ersten Saisontor in der Liga. Ja, Ruben Hennings ist auf jeden Fall ein guter Spieler, hat einen guten Weitschuss. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber halt in der Realität. Ach, vielen Dank für den Host, Mucke-Giusta. Vielen Dank. Das ist sehr lieb. Ich habe dich vorhin auch gesehen, dachte mir, gut, wenn ich mit dem Stream vor dir zu Ende bin, hoste ich dich. Ja gut, jetzt ist es andersrum. Aber beim nächsten Mal, wenn du online bist, wenn ich mit meinem Stream vorbei bin, fertig bin. Oh, was für ein Solo. Dann kriegst du von mir auch einen Horst. Das war ein geiles Tor. Da hat man gerade die Qualitäten gesehen, die ein Kouassi Bamba hat. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Danke, Mucki Giusta. Vielen Dank fürs Rüberschicken. Also, Hallöchen an die 4 Zuschauer, die rübergekommen sind. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr noch dabei sein solltet. Ansonsten, danke fürs Einschalten, ganz kurz. Ja, und ihr auch einen schönen Abend. So, 3-0 gewonnen. Sehr souverän. Und am Ende noch ein wunderschönes Tor von Bamba. Da hat er gezeigt, was er drauf hat. Warum ich ihn geholt habe. So, Musik an wieder an. Erstes Tor von ihm für uns. Man of the Match wurde Kamavinga. Sehr gut. In einer eher schwierigen Saison für ihn, wo er noch nicht so ganz zum Zuge kommt, tut ihm das sicherlich sehr, sehr gut. Und jetzt wartet das nächste Heimspiel.
Jetzt kommt Ajax Amsterdam. Da wollen wir natürlich vor allen Dingen zu Hause eine sehr gute Ausgangsposition rausholen. Ein 3-0 wäre natürlich auch sehr genehm. Und damit bleibt es natürlich weiterhin bei den 8 Punkten Vorsprung, die wir haben. Es wird schwer für Schalke, da nochmal ranzukommen. Die Spiele werden nicht weniger, sind ja glaube ich nur 6 an der Zahl. Ja, 6 und 8 Punkte Rückstand. Ich würde mich wundern, wenn die es am Ende schaffen würden, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, der HSV hat auch einige Stürmer, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel noch Bobby Wood dazu zählt, Jonas. Das heißt, es ist natürlich blöd, wenn man nicht alle spielen kann, lassen kann, weil die natürlich dann auch häufig sehr unzufrieden werden. Keine Sorge, Jonas, ich werde schon nicht verkacken. Im Meisterschaftskampf. Sieht doch ganz gut aus, ne? Natürlich darf Schalke nicht Meister werden. Und bei unserer aktuellen Form mit so vielen Siegen in Folge, da kann ich mir kaum vorstellen, dass wir da noch sehr viele Punkte liegen lassen werden. Wir können da sogar noch ein bisschen was verspielen, aber nicht. Schaffen wir nicht. Machen wir nicht. Aber jetzt erstmal das Tagesaktuelle gegen Ajax. Da natürlich wieder mit unserer nominell besten Mannschaft. Luca Unbehauen mit einem sehr guten Job. Hat er einmal ganz gut geklärt, direkt am Anfang. Dann noch Arthur auf die Bank, würde ich sagen, für Felix Passlack. Ja. Kamavinga bleibt diesmal komplett draußen. Rodriguez auf die Bank. In der Champions League würde ich halt gerne ein bisschen mehr Erfahrung haben. Sieht doch ganz gut aus. Oh, Erlings Vertrag läuft bald aus und Hussims kann es dann später machen. Ich denke mal nicht, dass sie nicht verlängern wollen. Kylian Alexandre. Nicht unbedingt. Homola auch nicht. Die Musik, die gerade läuft, die passt glaube ich ganz gut, ne? Ja, Jonas, Reus und Hummels spielen bei mir noch. Hummels müsste... okay. Dann hat er gerade erst wahrscheinlich seine Karriere beendet. Am Ende war der bei Bayer Leverkusen. Marco Reus habe ich an Eintracht Frankfurt verkauft. Marco Reus, okay, der hat auch gerade seine Karriere beendet. Ach, schon ein bisschen länger, okay. PSG und danach war die letzten beiden Jahre auf Schalke. Ja. Ja, Jonas, Marco Reus war am Ende auch bei auf Schalke. So. Geht. Lasst uns Ajax besiegen. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass in der Realität Marco Reus zum FC Schalke wechseln würde. Ich selber würde es nicht so ganz schlimm finden, aber ich glaube eher als gebürtiger Dortmunder. Klar, auch da. Gib ihm 30, 40 Millionen jährlich so als Beispiel und dann würde der eventuell so umentscheiden, dass ich es komplett verstehen kann. Fußballer verdienen natürlich schon extrem viel, aber wenn man dann statt 10 30, 40 kriegen könnte, dann würde auch ein Marco Reus sich das überlegen. Ach, bei dir ist also Jonas Hannover in den Top 3. Das würden die in der Saison auch gerne. Hätten die auch wahrscheinlich lieber gesehen. Ach Quatsch, Jonas, es gab schon viele Spieler, die zwischen Schalke und Dortmund gewechselt sind.
den letzten Jahren vielleicht ein bisschen seltener. Aber wäre jetzt nicht der Erste. Ariaga ist sehr gut durchgesetzt. Guter Start allgemein von uns. Ariaga in die Mitte. Zu Nascimento. Ich sag's euch, wenn er trifft, dann meistens in der Champions League. Jetzt zwar auch in der Bundesliga, aber international besonders. Derbe. Da hat er jetzt schon 3 Tore. Und natürlich Hallöchen an die 5 Zuschauer, die gerade live dabei sind. Einen wunderschönen Dienstagabend wünsche ich euch. Ich weiß nicht, ob jemand dabei ist, den ich nicht kenne, aber viele von euch dürfte es erkennen. Hussein Aouar nochmal mit einem guten Solo. Ja, Jonas Wagnermann hätte zum Beispiel nicht verkauft, sondern beziehungsweise verdient, sondern von Anfang an spielen lassen. Ich glaube, der ist schon direkt. Eigentlich ist er relativ gut. Im letzten Football Manager hatte ich ihn sogar auch beim BVB mir geholt. Da war er nach einiger Zeit sehr, sehr gut und natürlich sehr variabel als Außenverteidiger, der links wie rechts spielen kann. Das sind immer die Lieblingsspieler so für die Bank. Die machen bei Männern auch häufig viele Spiele. Weil mal ersetzen den oder lassen den Rechtsverteidiger schon oder geben ihm eine Pause oder mal dem linken Verteidiger. Die sind immer sehr wichtig. Ja genau, Bayer ist ein bisschen besser, aber nur geliehen. Deswegen hätte ich ihn zum Beispiel nicht unbedingt spielen lassen oder selten. Aber da hat natürlich jeder so seine eigene Philosophie, wie man so schön sagt. Komm Leute, legt noch ein Tor vor. Auswärts in Holland wird nicht einfach sein, in den Niederlanden. Da muss doch heute noch was gehen in Sachen Toren. Jetzt darf der gute Jaden für Ansu und Cenk für Hussein. Was Frisches für die Flügel. Und allgemein für diese Offensive. Och, wirklich an der Eckfahne stehen geblieben. Was eine Chance. Ja, der Fein ist ein feiner Spieler beim HSV. Aber er, glaube ich, von den Bayern ausgeliehen. War das nicht so? Oder vertausche ich da gerade irgendwas? Kann auch gut sein. So, aufgrund dieses super Solos kriegt Bamba heute wieder die Chance, es eh nicht zu machen. Etwas mehr Risiko, weil ich schon wirklich, wie gesagt, sehr gerne das 2:0 sehen würde. Wäre auch verdient natürlich. Ah, Adrian Fein ist von den Bayern gedient. Ja, wusste ich doch. Sehr gut, Gomez. Er haut sich da rein überall. Kann nicht nur wunderschöne Vorlagen geben und wunderschöne Standards schießen. Auch das kann er. Amsterdam spielt jetzt vorsichtiger, also eher auf Konter. Muss man natürlich aufpassen. Holt euch den. Sehr gut, Sandro. Viel Platz. Holland auf Bamba. Gerade ist reinkommen. Das war schon sehr stark verschossen. Victor Osimhen. Ich dachte schon, der ist reingegangen, ne? Ui, ui. Da hatte ich kurz Angst. Der geht rein. Cenk, Kotschalteppe. Sehr schöner, saftiger Schuss, wie ich so schön sage. Wie ich gern sage. Gut gemacht. Sehr guter Abschluss. Der Keeper stand vielleicht ein bisschen zu weit links, aber das war genial.
Och, Gelbrot. Ach nichts, wir haben Bella Kotschap. Dann wird er halt im Rückspiel spielen. Ich muss jetzt noch ein bisschen umstellen. Jonas, die Revierderbys gingen aus. Das erste Spiel habe ich auf jeden Fall, also das letzte Spiel habe ich gewonnen. In der Hinrunde weiß ich gerade nicht. Schau es mir gleich mal an. Wenn die Partie vorbei ist, kann ich sehr gerne mal nachgucken. Aber da ich insgesamt nur zwei Niederlagen habe, denke ich mal. Mal gucken. Wann ich habe, glaube ich, verloren. Das ist ein Spiel. Bamba. Jetzt sind wir mit einer Riesenchance. Brian wäre natürlich noch genialer. Da alle deutschen Vereine schon draußen sind. In der Champions League zumindest. Kommt immer besser zum Zuge, ne? Das gefällt mir. 2-0 gewonnen. So, meine lieben Zuschauer auf YouTube. Das war's für heute. Morgen geht's dann direkt weiter. Hoffentlich mit den nächsten Siegen. Macht's gut. Ciao.